hör doch langsam auf damit. Du schwitzt doch schon total stark. Tut dir nichts weh? Nein. Ja, aber du hast doch immer wieder Rückenprobleme, wenn du dich so überanstrengst. Und heute Morgen bist du ausgerutscht und voll auf den Rücken gefallen. Und das alles nur, weil jetzt das schnell, schnell gehen muss. Ja, ich will es heute noch fertig kriegen. Ja, jetzt sei mal nicht so unfreundlich und geh ein bisschen aus dem Zug. Du warst doch letzte Woche erst total verkühlt. Dir los? Ich weiß auch nicht, ich habe so Rückenschmerzen. Ich konnte fast nicht aufstehen. Hab irgend so ein blödes Zeug geträumt. Oh, und mir ist total schwindelig. Dann setz dich erstmal. Ich glaube, ich kann heute im Stehen frühstücken. Was komisches. Verdammt, jetzt zieht so richtig hier hinten beim Oberschenkel runter. Ja, ist das auf der Seite, wo dein Drahtgeflecht ist in der Arterie wegen deiner Schaufensterkrankheit? Ja, genau. Hast du was damit zu tun hat? Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Spürst du den Fuß? Ja, ja, ganz normal. Es ist nur hier hinten oben zieht so rein. Komm, wir schauen mal, ob dein Fuß geschwollen ist. Ah, langsam, langsam, langsam. Ja. Warte. Sieht nicht geschwollen aus. Kalt ist er. Aber du hast früh immer kalte Füße. Aber mir kommt vor, heute ein bisschen kälter als sonst. Ich weiß auch nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich den ganzen Tag im Sitzen arbeiten muss. Oh mein Gott. Mir ist so schlecht und diese Kopfschmerzen, ich weiß auch nicht, sowas Dummes. Hast du Durchfall und Erbrechen auch? Nein, nein, Mensch, du, das ist alles in Ordnung. Mir ist nur so schlecht und ich fühle mich so warm. Morgen. Was ist denn mit dir los? Ich habe so Schmerzen. Das geht richtig vom Rücken bis runter zu den Füßen. Also wie so ein heißer Strahl zieht es durch. Als wäre es elektrisch. Ununterbrochen den ganzen Tag. Heute früh war es noch im Rücken. Da ist es jetzt besser geworden, aber jetzt zieht der Schmerz ins Bein. Mein Fuß fühlt sich auch so komisch an, als wäre der warm die ganze Zeit. Meine Frau hat heute früh noch gesagt, ich hätte kalte Füße. Naja, es interessiert mich eigentlich auch nicht so wirklich. Einfach der Schmerz muss weggehen. Also, wenn ich Wadenkrämpfe habe, dann hebe ich einfach die Fußschaufel an und das tut mir gut. Echt? Geht schon, aber die Kraft ist da, es schmerzt so. Du hast das aber nicht öfter, oder? Nein, nein, hatte ich noch nie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich es bei der Heimarbeit übertrieben, aber bei den vielen Überstunden, die wir ja machen müssen, kommt man ja sonst zu Hause zu nichts. Ich muss jetzt mal schauen, wie viel ich da heute noch weiterbringe. Und wenn es nicht besser wird, dann muss ich echt zum Arzt. Also ewig halte ich das nicht mehr aus. Dieses doofe linke Bein ist wirklich mein Problembereich. Den Gefäßverschluss hatte ich damals, weißt du noch? Das ist 4 Jahre her jetzt. Das haben sie im Krankenhaus
ausgedehnt mit so einem komischen Ding, mit so einem Stint? Stent. Stent, genau, so hat das geheißen. Die Venenoperation hatte ich auch auf der Seite, oder? Das waren so ziemliche Schmerzen damals. Dann die Krampfadern hatte ich auch fast nur in diesem Bein. Weißt du? Und dann ist noch prompt die Thrombose dazugekommen. Nach diesem Flug, dann war die OP. Oh Mann, das waren damals schon Schmerzen, aber die heute, oh, das ist wirklich schlimmer.